Alle sind bereit fürs Rückspiel. Die Auswärtsmannschaft hat vorgelegt und geht mit einer Führung in die Partie, Buschi. Ja, zu Hause den Job erledigt. Das müssen sie nun versuchen, hier zu halten. Heute heißt es Braga gegen Dynamo Dresden. Im jüngsten Heimspiel gab es einen Sieg. Heute soll es genauso positiv weitergehen. Das 3:0 war ein toller Erfolg, ist ja klar. Aber so einfach wird das heute nicht werden. Auf ihn sollten wir heute besonders achten. Und er war ja im letzten Spiel gleich doppelt erfolgreich, wenn wir uns mal kurz erinnern. Hier haben wir die Einblendung. So läuft die Heimmannschaft heute auf. Wir sehen bei Ihnen heute ein klassisches 4-4-2. Klassisch deshalb, weil da tatsächlich zwei Viererketten aufgestellt sind. Häufig wird heute ja eher mit einer Raute gespielt oder in ganz anderen Formationen. Ich gucke mir das jetzt mal an. Schauen wir mal kurz auf die Startformation des Auswärtsteams. Sie treten hier heute im 4-3-3 an, Buschi. Kurzer Kommentar von dir dazu. Es ist natürlich eine sehr offensive Ausrichtung. Mit den beiden Flügelstürmern werden sie dann versuchen, das Spiel breit zu machen. Thank you. Enjoy the game. So, Joep Drupers, darf ich Ihnen noch vorstellen, das ist der Schiedsrichter dieses Spiels. Und los geht's. Das könnte die Chance werden. Er spielt den Pass auf den Flügel. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Vukcevic. Jefferson. Und da ist der Ball wieder weg. Und jetzt die Chance. Ah, da machen sie nichts aus dieser Chance. Der Trainer ärgert sich, der Trainer ist sauer. Da muss mehr kommen. Ricardo Horta. Jetzt könnte es gefährlich werden. Ball kommt rein. Gute Hereingabe. Vielleicht die Chance. Jetzt vielleicht. So wünschen wir uns das. Frühes Tor in dieser Partie. Jo, so kann es weitergehen. Kurze Distanz. Kein Thema für ihn. Das macht er ganz souverän. Das Tor hat jetzt noch mal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Den Ball spielt er raus. Jetzt ist der Angriff dort gestoppt. Der Gegner hat den Ball. Weg ist der Ball. Wird's jetzt gefährlich. Und er gewinnt den Zweikampf. Eduardo. Vukcevic. Ahmed Hassan.
Das könnte gefährlich werden. So, was machen Sie draus? Da wird er gestört. Konrad. Benatelli. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Jetzt kommt der Schuss. Brillant gemacht. Der Ball geht flach ins Tor. Da konnte der Torhüter nichts machen. Toller Abschluss, sehr gut gemacht. Jawohl, wirklich spitze. Der schießt den Ball flach, aber so platziert, dass da nichts zu halten ist. Hier nochmal dieser Treffer. Eins eins, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Ricardo Horta. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Und hier wird es Einwurf geben. Jefferson. Da kommt die Flanke. Klasse gemacht, stark geblockt. Er war noch dran, gibt Ecke. So, Ecke kommt. Oh, klasse, Kopfball. Aber kein Tor, mein Gott, war das knapp. Eduardo. Benatelli. Jetzt wird's gefährlich. Unaufhalt. Und jetzt die Chance. Schön geklärt. Jetzt ist der Ball weg, kein gutes Zuspiel. Das könnte eine Gelegenheit werden. Der Ball ist weg, gibt's jetzt einen Gegenangriff. Jetzt vielleicht. Fällt das Tor ist leer. Kein guter Volley. Ah, hätte hier gerne das Tor gemacht, sah auch zunächst gut aus, aber dann fehlt einiges. Drei Minuten Nachspielzeit kriegen wir. Ricardo Horta. Das könnte die Chance werden. Konrad. Nach 45 Minuten steht es hier 1:1. Da können wir gespannt sein, was in Durchgang 2 noch passiert. Das war schon überzeugend, was er da im ersten Durchgang geboten hat. Er hat sein Tor im ersten Durchgang gemacht. Eine wirklich gute Leistung. Sie liegen ja auch zu Recht vorne.